spielen in der Verbandsliga. Durchschnittsalter 21,5. Ein neu zusammengestelltes Team mit vielen Zugängen aus der Region, wie Christian Nix, Verteidiger aus dem kleinen Arneburg. Seine Familie weiß, wie es Christian vor dem Spiel geht. Der wird sicherlich im Kopf fix und fertig gewesen sein, sag ich mal. Weil er, naja, gegen HFC ist, spielt man ja nicht jeden Tag. Also ich kann nur sagen, dass er ziemlich da in sich gekehrt war vorher und ja, er hat es mit sich selber ausgemacht. Kurz vor dem Einlaufen, die Hallenser sind als Erste aus der Kabine gekommen. Etwas schüchtern gesellen sich dann die Stendaler dazu. Es ist sowas wie das Spiel des Jahres für sie. Gute Stimmung auf den Rängen. Und Familie Nix aus Arneburg ist gespannt, was denn so passiert auf dem Rasen. Zum Beispiel sowas. Ecke für Halle und der verzweifelte Kampf der Stendaler, das Gegentor zu verhindern. Anspannung auf der Trainerbank der Altmärker. Und dann läuft ihr Stürmer Juninho in den HFC-Strafraum. Manch Schiedsrichter hätte Elfmeter gegeben. Denkt sich wohl auch Vater Nix auf der Tribüne. Und so schlägt dann der große HFC zu. Nach 32 Minuten trifft Nils Pichino zum 0:1. Das Besondere, es ist Halles erstes Stürmertor der Saison. Wenig später, Ecke für Halle und der Ball ist wieder im Stendaler Tor. 0:2 Ruprecht. Halle jubelt, dann ist Halbzeit. Auf dem Weg in die Kabine gibt's Beifall für Christian Nix und seine Mitspieler. Doch in der zweiten Hälfte treffen die Hallenser nach Belieben. Wieder Pichino zum 0:3. Dann das 0:4. Wie im Training sieht das aus? Am Ende trifft Telmo Teixeira Rebello. Und der erzielt wenig später auch das Tor zum Endstand von 0:5. Souveräner, ungefährdeter Sieg für den Favoriten HFC. Wir haben das, was wir uns vorgenommen haben, erreicht. Und ja, somit sind wir weiter. Und die Stendaler? Gekämpft, verloren und sie werden gleich wieder aufgebaut. Für Christian Nix ist die Niederlage dann auch kein Weltuntergang. Ich kann es ja nicht beschreiben. Die dritte Bundesliga sieht man ja, das ist einfach atemberaubend, so ein Spiel hier. Und wir zeigen es nochmal fürs Familienalbum. Christian und sein Team haben sich lange stark gewehrt gegen den HFC. 3D. Also nein, es geht jetzt nicht um ein noch grandioseres Fernsehen.